Und auf einmal sehe ich nur irgendwas Schwarzes, dunkles, schattenmäßiges, einfach quer über beide Gleise gehen, hat sie. Und dachte so einmal so, hä? Und dann habe ich nur gesehen, da liegt irgendwas. Dann habe ich einfach nur den Knüppel nach hinten gezogen, habe eine Schnellbremsung gemacht. In dem Moment hat auch dann quasi mein Ausbilder mitbekommen, so, oh, was ist denn hier los? Oh, da liegt was. Und dann hat es aber auch schon gescheppert. Und dann sind wir einfach mal einen mega fetten Baum drüber gefahren. Alter. Der nachts umgekippt ist dort und dann einfach quer über beide Gleise lag. Wirklich richtig, richtig auch dicken Durchmesser halt so. Wir können richtig froh sein, dass wir nicht entgleist sind. Hat auch der später den Notfallmanager gesagt und sowas, hat der da war und alles. Hat er damit richtig Glück gehabt. Und so erstmal Not halt auch rausgehen, dass erstmal alle Züge quasi stehen bleiben halt so. Ja, dann kam Feuerwehr, Polizei nach circa 20 Minuten, alles drum dran, weil wir standen so ungünstig. Links von uns war quasi 50 Meter ging so eine Bösche runter und dort war dann die A1, die Autobahn. Und rechts ging es quasi eine Bösche hoch und wir standen quasi da mitten in der Pampa und man kam quasi scheiße zu uns hin. Was wäre ja, passiert, wenn du nicht rechtzeitig die Notbremse eingelegt hättest? Also es war ja dann zum Glück auch früh genug, weil... Also ich sag mal, in dem Moment hat es quasi eigentlich keinen Unterschied gemacht, weil ich sag mal so, ich habe die Schnellbremsung eingeleitet halt so. Da wart so, ihr eh schon drin in dem Ding. Ich hatte ungefähr 90 drauf gehabt, wo wir drauf geprallt sind, werden wir immer noch über 80 drauf gehabt haben, also das war... Trotzdem direkt Extremsituation gelernt, das ist ja wenigstens was. Ja, das ist richtig. Alkohol, was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin aber auch jemand, ich brauche auch keinen Alkohol auf der anderen Seite. Also ich kann auch zum Beispiel mal in einen Club gehen, feiern gehen, nüchtern. So das ich muss ich sagen, finde ich ganz, also aber nicht, wenn alle anderen total besoffen sind. Das finde ich total grausam. Also wirklich, also... Eigentlich schon, aber ich kann wenn ich dann mal den Fahrer mache oder sowas halt so, und, Entschuldigung, und alle sind rundherum, alle total sturzbetrunken und sowas halt ja, so. Ja, das nervt halt, ja. Alter, die gehen dir halt so auf die Eier, wenn du halt selber nicht getrunken hast. Also wenn du selber getrunken hast, dann lachst du mit und keine Ahnung was, und dann kannst du bei jedem schlechten Witz ja mitlachen halt so, ja, aber... Wenn du nüchtern bist und dann erstmal siehst, wie die sich alle eigentlich benehmen und denkst einfach so, Gott, ey, lass mich doch alle in Ruhe, ich will hier gar nicht sein, weißt du, so nach dem Motto. Finde ich ganz schlimm, also. Ich kann aber, also was ich eigentlich immer mache, wenn ich irgendwie tanzen gehe oder so, ich bin fast immer nüchtern. Ich finde das irgendwie geiler. Ich weiß nicht wieso, weil ich bin halt auch jemand, der Tanzen generell feiert, weil manche denken, oh Gott, ich brauche Alkohol, um das machen zu können. Ich glaube theoretisch, wenn man mir jetzt sagen würde, irgendeinen Grund geben würde, so verzichte auf Alkohol für immer des und deswegen oder wegen dem und dem Geld, ich würde es sogar schaffen. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn jetzt jemand hier hinkommt, hör mal Björn, leg dir 5 Millionen Euro hin, trinkst du darfst nie wieder an dem Eintritt trinken, bin ich sofort bei. Trink keinen Alkohol mehr, dann kann also, ich ja kann für ich das Geld würde ich auf vieles nicht mehr machen, sind wir mal ehrlich. Bei mir ist zum Beispiel jetzt so, am Donnerstag geht dann die Uni los mit E-Learning über Zoom. Es wird ganz fantastisch, wenn 55 Jahre alte Menschen versuchen, das Internet zu bedienen. Mal gucken, wie das wird. Ja, und ansonsten ist eigentlich relativ entspannt. Es ist weiter so, dass während der Pandemie das geilste Wetter aller Zeiten ist. Es ist Sommer. Ich wurde gestern von der Wärme erschlagen. Und jetzt sitzen wir hier im Nachschlag, legen die Füße hoch und quatschen einfach mal ein bisschen. Die Füße hast du gestern auch hochgelegt am Pool, oder? Ich habe die Füße gestern auch am Pool hochgelegt. Es kam dann direkt die Frage, hä, Tobi, du hast ein Grundstück in Köln, hast einen Pool? Wo ich dann so gesagt habe, natürlich, ey, da wird man die regelt. Björn, ganz ehrlich, ich will nicht, dass das hier so ein normaler Podcast-Einstieg wird. Meld dich einfach. Was geht? Ey, ihr Assis! Mein Nachschlag! Björn kann doch vielleicht auch... Du hast mich begrüßt oder so hier. Was ist denn hier los? Ich wollte jetzt keine Big Introduction für dich machen. Die hast du jetzt genug bekommen die letzten Tage. Björn, hätten wir doch gleich hier reingekriegt. Das ist doch ein unkonventioneller Podcast. Komm, ich bin übrigens, um das zu Ende zu führen... Lass die armen Kölner mal ein bisschen reden. Ich bin übrigens, um das zu Ende zu führen, ich bin nicht in Köln. Ich bin bei meinen Eltern immer noch. Insofern, nein, das ist nicht mein Grundstück. Meine Eltern wohnen hier und haben mich freundlicherweise nochmal reingelassen, weil ich nicht weiß, was ich jetzt in Köln mit meinem Leben machen soll. Deswegen bin ich jetzt hier. Grundsätzlich finde ich es in Ordnung, aber würde ich das Ganze jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, würde ich sagen 6,5, weil es trotzdem dasteht, diese Lavalampe, aber halt nicht in Funktion ist. Ich suche gerade nochmal die 73. Ne, war es die 73? Warum habe ich mir die 73 gemerkt? Wegen irgendwas habe ich mir 73 gemerkt. Hallo. 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 Gott, ich bin ein Alien. Ich werde euch alle zerstören. Ich werde diese Welt in den Untergang treiben. Das ist ja Quatsch. Was soll denn das jetzt?
Wir packen das an irgendeinen Hauptkampf. Nachschlag. Wir packen das an irgendeinen Nachschlag mal dran. Warte, ich hab einen anderen Effekt. Warum höre ich mich so komisch? Aber wann hast du denn ausgenommen? Nicht, dass es hier peinlich wird. Oh Gott, mit dieser Stimme. Mit dieser Stimme werde ich euch alle in den Wahnsinn treiben. Die Welt geht zwar sowieso schon unter, aber ich bin da und werde sie weiter zerstören. Ey, wenn ich dieses Mischpult hätte, ich würde den ganzen Tag damit rumspielen. Hallo. Hi. Oh, schon wieder ich, in einem anderen Fahren. Ein Raum. Wo bin ich? Das ist krass. Es tut mir so leid. Es tut mir so, so leid. Schluss jetzt. Danke fürs Zuhören. Das kommt an irgendeinen Nachschlag. Tschüss.